Hallo, mein Name ist Garani und ich bin Nachhaltigkeitskoordinatorin bei der STRABAG. Mein Team und ich arbeiten am Fortschritt, indem wir durch gezielte Maßnahmen bei Ausbau der A8 neue Standards für nachhaltige Bauprozesse setzen. Diese Bemühungen wurden auch offiziell zertifiziert. Und wie wir das genau geschafft haben, zeige ich euch jetzt. Vor Baubeginn wurde ein spezielles Betankungskonzept entwickelt. Solch ein Konzept ist wesentlich für Bauprojekte, um Umweltbelastungen, insbesondere Boden- und Grundwasserverschmutzungen, zu vermeiden. Um Lärm zu reduzieren, setzen wir auf Spaltsprengung. Felsiger Boden wird durch kontrollierte Sprengungen unter der Erde bearbeitet und nicht oberirdisch. Zur Staubvermeidung verwenden wir maßgefertigte Bauteile. Dadurch werden Staubemissionen deutlich reduziert. Zusätzlich sammeln wir sämtliche Straßenoberflächenwasser. Es wird gereinigt und über Kanalleitungen zu den geplanten Regenklärbecken geleitet. Durch die Wiederverwertung der ausgebauten Baustoffe sparen wir nicht nur wertvolle Deponieraum, sondern schonen auch natürliche Ressourcen. Es ist uns wichtig, Nachhaltigkeit systematisch und konsequent auf allen STRABAG-Baustellen zu leben. Durch den Einsatz dieser Maßnahmen kommen wir unserem Ziel, 2040 klimaneutral zu sein, gemeinsam näher. Und so haben wir als erstes Straßenbauunternehmen in Deutschland das Zertifikat nachhaltige Baustelle erhalten. Das heißt, weniger Lärm, weniger Dreck und die Umwelt dankt es uns. Ich bin Garani, Nachhaltigkeitskoordinatorin bei der STRABAG. Und das ist mein Beitrag zum Fortschritt. Was ist deiner?